Hallo, ich bin Constanze Langer, ich bin Professorin im Studiengang Interface Design hier an der Fachhochschule Potsdam im Fachbereich Design. Drei falsche Annahmen, wenn man an Interface Design denkt, sind, dass man dort die ganze Zeit sitzt, und zwar am Rechner und programmieren muss. Die zweite falsche Annahme ist, dass man ausschließlich Apps programmiert. Und die dritte falsche Annahme ist, dass diese Apps die ganze Zeit nur blinken, Strom verbrauchen und eigentlich nur für ganz kleine Teile der Gesellschaft irgendwie wichtig sind. Was verstehen wir unter Interface Design an der Fachhochschule Potsdam? Für mich geht es im Interface Design darum, Handlungsfelder sichtbar zu machen, zu visualisieren, die letztendlich die digitalen Lebenswelten von Menschen betreffen. Darauf basierend geht es dann darum, Produkte, Services und Anwendungen zu entwickeln, die den gesellschaftlichen Diskurs antreiben. Gutes Interface-Design bedeutet also einerseits, mit Schriften, Zeichen, Formen, Farben und Bewegungsabläufen sowohl effiziente als auch anmutige Oberflächen zu entwerfen. Aber es ist eben auch nicht allein diese Darstellung auf einem Screen. Gutes Interface-Design heißt eben, auch in Strukturen und Systeme einzugreifen, um Menschen ein positives Erlebnis bei der Nutzung digitaler Technologien zu ermöglichen. Demzufolge sind die Anforderungen, die Studierenden erfüllen sollten, dass sie auf alle Fälle das Interesse an Menschen und deren Umgang mit Technik und Technologien mitbringen. Und dabei als Gestalterin, als Gestalter eine hohe Experimentierfreude aufweisen. Und damit meine ich sowohl eine technische als auch eine ästhetische und eine prozessuale Experimentierfreude. Wir sind hier sehr aktiv in nationalen und internationalen Forschungsprojekten und in den Entwicklungsprojekten im Lehrkontext als auch in den beiden Forschungslabs, also dem Interaction Design Lab und dem Urban Complexity Lab, kooperieren wir eng mit Partnern aus Wirtschaft und Forschung. Und das Schöne ist, dass wir das auch sehr eng mit unseren Studierenden zusammen machen. Und da Interface Design auch über die Disziplin hinaus eine sehr hohe Relevanz hat, sind unsere Studierenden sehr gut gewappnet für ihre Zukunft.